Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember im Nordhessischen Verkehrsverbund können sich viele Fahrgäste in großen Teilen der Landkreise Kassel und Waldeck-Frankenberg auf mehr Angebot und neuere, komfortable Fahrzeuge einstellen. Hier wurde das Busangebot neu ausgeschrieben und damit auch neu geplant. Der NVV, aber auch der Stadtbus in Korbach präsentierten in einer Pressekonferenz die neuen Fahrzeuge am Busbahnhof in Korbach. Links. Das ist also, wenn man sich so vom Verhältnis her anguckt, Euro 6F, also die größte Stufe. Und was man bei allen Fahrzeugen auch drin haben, ist hier Feuerlöschsystem. Okay. Gab ja mal so ein paar Busbrände bei den Euro 5, weil die noch ziemlich heiß wurden. Wie viel PS hat der? Der hat 43 PS. Des NVV, Herrn Landrat van der Horst. Und auch gemeinsam mit der EWF, ich denke auch in dieser doppelten Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender, und auch gemeinsam mit der BKW hier präsent zu sein. Und wir wollen Ihnen heute mal von unserem neuen Angebot einiges erzählen, was wir vorhaben. Herr Bürgermeister, schön, dass wir hier in der Goldstadt Korbach sein können. Freut uns sehr. Ja, wir wollen mal Ihnen einen Überblick geben, aber ich schlage vor, da wir jetzt den Aufsichtsratsvorsitzenden und das Aufsichtsratsmitglied hier haben, dass vielleicht der Landrat mal allgemein auf die Gesamtlage guckt. Und dann können die Geschäftsführer so ein bisschen mal ins Detail nochmal gehen. Und wir können was zum Gesamtgefüge sagen und würde auch den Bürgermeister dann bitten, nochmal was zu der Idee des Stadtbusses zu sagen. Wollen wir das so in der Reihenfolge machen? Machen wir es so. Herr Landrat. Ja, meine sehr verehrten Herren Bürgermeister, Herr Müller, meine Damen, meine Herren. Guter Tag für den Landkreis, für die Region, aber sicherlich auch für die Stadt Korbach exemplarisch, weil es heute darum geht, zu beschreiben, welche Qualitätsoffensive der Nordhessische Verkehrsverbund entwickeln möchte, um die Attraktivität im Angebot des ÖPNV umzusetzen. Es ist eine Langfriststrategie, die dahinterlegt ist, die aber tatsächlich an Bedeutung noch gewonnen hat. Wir haben uns so große Ziele gesetzt im Rahmen des Klimaschutzes. Im Rahmen des Klimaschutzes geht es um die Verkehrswende. Und Verkehrswende kann nur gelingen mit dem leistungsfähigen ÖPNV. Das klingt erstmal nach einer Binsenweisheit. Aber Projekte wie diese zeigen, dass dann tatsächlich Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Wir müssen Projekte aufgesetzt werden. Und der Wille muss auch formuliert werden, die Projekte auch zu finanzieren und umzusetzen. Heute ein guter Tag für die Region. Wir brauchen einen engeren, getakteten, zuverlässigen ÖPNV. Und für uns sind die Busverkehre die Lastesel, wenn man das so sagen darf, die zentrale Säule unseres ÖPNV-Angebotes, das dann noch zu bereichern ist über das Schienenangebot, Rastverkehr. Das wissen Sie auch, dass wir an diesen Themen insgesamt sehr intensiv arbeiten. Der ländliche Raum steht vor der Herausforderung, dass er, was die Entwicklung der ÖPNV mittlerweile als Gesamtziel politisch formuliert, aber auch nicht zurückfallen möchte. Für uns heißt es, in diesem strukturschwachen Raum, der mit einer dünnen Siedlungsdichte ausgestattet ist, dass ÖPNV dort nicht selbsterklärend ist. Dort muss man smarte Konzepte entwickeln. Dazu wird es auch weitere Ideen geben, Verkehr on Demand. Also auch moderne Ansätze sind für uns, für den ländlichen Raum wichtig. Die gilt es gemeinsam zu entwickeln. Das geht aber immer nur dann, wenn man starke Partner an unserer Seite hat. Da ist der Verkehrsverbund, der für uns diese Aufgabe wahrnimmt. Da ist der Energie Waldeck-Frankenberg, die in der Region den ÖPNV unserer lokalen Ebene organisiert. Das sind die Städte und Gemeinden, beispielhaft hier zwei Bürgermeister, die Mittelzentren vertreten. Die Dinge müssen Hand in Hand gehen. Nur ein sehr smartes System, was abgestimmt ist, kann attraktiv genug sein und kann dann die Einladung aussprechen, dann auch den Systemwechsel zu wagen, da wo es geht, weg von Individualverkehr hin zum ÖPNV-Angebot. Und da gehen wir mit den neuen Angeboten einen deutlichen Schritt nach vorne. Herzlichen Dank erstmal dafür und dann werfe ich mal kurz einen Blick auf die Fahrzeugtechnik. Auch das ist ja ein Themenfeld, was uns umtreibt. Wir brauchen auch moderne technische Infrastruktur. Auch das ist ein toller Schritt nach vorne. Der Bus sieht nicht ganz sauber aus, ist es aber eigentlich, weil er ganz neu ist. Mir gefällt das Design ungemein, ist barrierefrei, ist zukunftsorientiert aufgesetzt. Die Qualität stimmt auch in diesem Kontext. Wir müssen uns da als ländlicher Raum ebenso wenig verstecken
vor den Ballungszentren, die ja immer schon gewohnt sind, dass ÖPNV eine Selbstverständlichkeit ist. In diesem Sinne ein guter Tag. Vielen Dank für die Umsetzung und ich gebe jetzt weiter Richtung Standortbürgermeister. Die Stadt Korbach, sondern auch mit zwei neuen starken Partnern, nämlich unserer heimischen WWF. Herr Dr. Winter, hier drauf, danke, vielen Dank. Sondern natürlich auch mit neuen Bussen. Also starke Partner, neue Busse. Und zu den neuen Partnern gehört natürlich auch die BKW. Und da kann man nur sagen, Komplimente an die BKW, die natürlich gemeinsam mit NVV, mit Landkreis und natürlich auch mit uns dort hervorragend uns begleitet. Das Know-how, was bei der BKW vorhanden ist, das nutzen wir als Stadt, als Hansestadt. Und wir sind dankbar, dass wir damit auch Profis an unserer Seite wissen, die dieses Geschäft beherrschen. Das Gleiche gilt für die EWF und natürlich für die NVV. Bei uns ist der Stadtbus ein ganz wesentlicher Baustein der städtischen Infrastruktur. Das war so und es wird auch so bleiben. Und gleichzeitig hat Herr Fahler natürlich dann auch besonderen Wert darauf gelegt, das auf städtischen Bedarfen herunterzubrechen, nämlich Raummaß ist dort deutlich größer, das Thema Barrierefreiheit, das Thema Rollatoren, das Thema Schülerbeförderung steht bei uns im Mittelpunkt. Das sieht sicherlich etwas differenzierter aus, aber die BKW hat überhaupt keine Probleme, dies sehr spontan und auch flexibel umzusetzen. Also vielen Dank an alle, die hier stehen und frieren für ihr gutes Wirken. Und wir freuen uns auch mit neu gestalteten Bussen tatsächlich auch mehr Menschen für den Stadtbus begeistern zu können. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wie es der Landrat schon gesagt hat, für die Menschen hier in der Region. Es lohnt sich einfach mal mit dem Stadtbus oder mit den Bussen der BKW zu fahren. Und wir machen ja noch ein bisschen mehr, nämlich große, weite Reisen. Und von daher nochmal vielen Dank an alle Beteiligten und schon jetzt Glück auf und Ihnen alle eine gute Vorweihnachtszeit, bevor ich das in der Hektik vergesse. Dankeschön. Dass wir hier als Verkehrsdienstleister tätig werden dürfen. Wir haben drei neue Bündel gewonnen. Das Gebiet ist sehr groß, geht bis nach Willingen. Und wir freuen uns natürlich auf diese Herausforderung. Wir haben mittlerweile 120 Busse, 200 Mitarbeiter und bieten, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um diese Dienstleistung auch adäquat anbieten zu können. Das war jetzt nicht einfach, Mitarbeiter zu werben. Das können Sie sich vorstellen, wie in allen Branchen ist das nicht ganz so einfach. Wir haben das aber hingekriegt. Wir haben rund 30 neue Mitarbeiter bis jetzt eingestellt. Im nächsten Jahr werden noch neue dazukommen. Darüber hinaus nutzen wir auch Subunternehmer, die bisher schon die Dienstleistungen hier angeboten haben. Wir haben weitere Subunternehmer, die ständig mit uns arbeiten. Also wir sind, glaube ich, ein kompaktes Team, sodass wir guter Dinge sind, hier einen vernünftigen Start hinlegen zu können. Ich möchte jetzt die Gelegenheit aber auch nutzen, mich nochmal bei EWF, bei NVV, aber auch bei Ihnen, Herr Bürgermeister, bedanken. Es hat alles super geklappt bisher, also es ist ein sehr kooperatives Miteinander. Das macht uns jetzt schon viel Spaß und ist, glaube ich, auch eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung. Zu den Bussen haben Sie vieles gesagt. Wir reden insgesamt über 39 neue Busse für das neue Bündel. Das ist ein Invest von rund 10 Millionen Euro. Die mussten natürlich gebaut werden. Da auch der Dank an MAN, dass das so hervorragend geklappt hat. Die mussten beklebt werden und das hat alles punktgenau geklappt. Alle Busse sind da, alle Busse sind beklebt, die sind fahrbereit und ja, wir freuen uns auf den Start am 11.12. Ansonsten gucken Sie sich einfach die Busse an. Das ist wirklich ein Wohlfühleffekt, so wie Sie es gesagt haben, Herr Müller. Da steigt man ein, da fühlt man sich wohl, da ist viel Raum, da ist offener Raum, da kann man alles sehen. Und das Thema Barrierefreiheit wird groß geschrieben. Wir haben Busse, die sind alle niederflurig. Wir haben taktile Systeme an den Haltestangen. Das heißt also auch, Blinde können hier, ich sag mal, akustische Signale hinterher hören, wenn ein Stoppwunsch getätigt worden ist. Also das ist schon ein Fortschritt, der da in Richtung Barrierefreiheit gemacht worden ist. Bürgermeister eines Mittelzentrums mit städtischen Verkehrsunternehmen ist man natürlich stolz, sage ich mal, in dem Bereich mittätig sein zu können. Vor allen Dingen, wenn man die Kreisstadt dann mit bedient. Aber das geht natürlich nur, das wurde ja eben auch schon gesagt, aufgrund der guten Kooperation mit NVV und EWF.
Und ja, Herr Bonan hat es eben gerade gesagt, es war eine Herausforderung, die Busse zu besorgen, die Fahrer zu besorgen und auch die Finanzen zu stemmen. Aber ich bin sicher, und das wurde eben auch schon von Steffen Müller gesagt, dass es der richtige Weg ist, gerade in jetzigen Zeiten, wo man andere Alternativen der Bewegung in Anspruch nimmt. Und Energieeffizienz ist das andere Wort. Und ich freue mich einfach auf eine Zukunft im ökologischen Sinne und auf eine gute, lange Zusammenarbeit. So, dann würde ich zuschauen.